Hallo Leute, es geht weiter mit Christmas Stories, der Nussknacker. Und ich habe hier gerade schön vor der Aufnahme ein paar Schokokekse gegessen, wie das so üblich ist in der Weihnachtszeit und muss das gerade leider unterbrechen, weil ich jetzt aufnehmen muss. Und es ist sehr gemein. Verführerisch möchte ich eigentlich weiter zugreifen, kann ich aber nicht, wenn ich hier aufnehmen und reden muss. Deswegen gehen wir jetzt rein ins Erdgeschoss der Bibliothek. Und wenn die Aufnahme vorbei ist, die Bibliothek ist riesig, welche Geheimnisse sie wohl birgt. Wenn die Aufnahme vorbei ist, dann greife ich wieder zu. Und das Erste, was ich sehe, ist eine Puppe. Genau. Puppenhaus, sammle versteckte Puppen und so weiter und so fort. Was haben wir denn hier? Was ist das? Verflixt die böse Magie des Rattenkönigs. Dieser Pinsel entfernt magische Spinnweben. Verwende ihn mit Vorsicht. Ach, ja, bevor ich jetzt hier natürlich einfach weiterspiele, sollte ich vielleicht mal erwähnen, und ich huste ganz überdeutlich, warum bin ich jetzt eigentlich hier auf einmal drinne? Wieso ist das Schloss eigentlich offen? Natürlich, ich hatte bei Facebook schon gepostet, dass ich halt aus Versehen das Schloss geöffnet habe, offline, und ich habe nicht aufgenommen, das war ja sehr schwierig, Ende letzten Parts hatte ich ja versucht, das überhaupt zu knacken, und dann merkte ich schon, ich brauche eine Weile, um das überhaupt zu verstehen, und dann habe ich es verstanden und dann brauchte das so lange und ich dachte, oh Gott sei Dank, nehme ich das nicht auf und spiele schon mal ein bisschen weiter, also versuche das Schloss schon mal so ein bisschen weiter zu öffnen, und wenn ich es dann so mittelmäßig fast geöffnet habe, so, dann schalte ich wieder zu, und was ist, ich habe es aus Versehen geknackt und dann war die Tür offen. Das tut mir sehr, sehr leid, ist leider passiert und ich habe es nicht aufgenommen. Deswegen sind wir jetzt drinnen und deswegen hat man es leider nicht gesehen. Hätte ich jetzt wirklich auf den Lösungsbutton gedrückt, dann würde ich es jetzt auch sagen. Aber nein, ich habe es tatsächlich bestimmt 20 Minuten offline gemacht und so, dass keiner es sehen konnte. Es ist total toll für einen Let's Player, wenn sowas passiert. Aber es ist passiert und deswegen sind wir jetzt drinne. Die Kasse wird sich wohl nicht von selbst öffnen. Und ich bekomme ein Talismanstück. Und was ist das? Ein Zauberpinsel. Na denn? Was haben wir hier? Ein Wimmelbild. Okay, es geht los. Kreisel, Fernglas. Gut, dafür sind wir natürlich jetzt schneller. Da, dass wir das ganze Schlossrätsel nicht machen müssen, sind wir schneller dabei. Kommen storymäßig schneller voran. Aber normalerweise will ich das ja auch, das, was ich mache, dass ihr das auch seht. Sonst könnte ich das Ganze auch lassen mit aufnehmen, ist ja klar. Spielkarten. Da sind Spielkarten in der Ecke. Drei Schneeflocken soll ich finden. Das war die erste. Da ist die zweite und da ist die dritte. Dann suche ich noch einen Würfel. Ist das hier? Nee, da, oder doch? Nee. Nein, das war klar. Dann komme ich hier wieder raus. Da, Würfel. Eine Sanduhr. Die sehe ich da hinten. Eine Klarinette, die sehe ich hier. Dartpfeil. Und Tortenheber. Ach, das ging ja eigentlich recht schnell. So, jetzt soll ich ein Geburtstagstürtchen fertig machen. Wahrscheinlich soll... Das Törtchen sieht so langweilig aus. Fehlt bestimmt Sahne. Nein, Quatsch. Diesmal fehlt uns Feuer. Ich habe es sogar bemerkt. Nur suche ich jetzt das. Was ist das? Eine Kerze. Dann nehmen wir die doch mal. Geht bestimmt. Super. Und jetzt noch ein Schmetterling. Hier ist einer. Aber er steckt hinter dem Glas fest. Dann nehmen wir den Hammer, befreien den schon toten Schmetterling und bekomme einen Tortenheber. Wahnsinn, ich habe einen Tortenheber. Und nehme auch eine Stricknadel zu mir. Oh, hallo. Er sitzt hier so fröhlich rum. Dann holen wir mal den Nussknacker. Er soll den mal vertreiben. Du bist mein Held, Nussknacker. Ja, bist du. Die Darstellung eines Duells, aber ohne Duellanten. Ich hab keine. Noch eine Puppe. Es waren sogar zwei Puppen hier. 15 von 25. Im Bücherregal scheint noch was. Die Truhe ist verschlossen. Mit diesen Büchern stimmt etwas nicht. Dahinter muss ein Versteck liegen. Ja. Kommt dann da auch noch ein Buch hin oder so? Aha, was haben wir hier?
Ein Maschinenteil. Sieht nach einem Hinweis aus. Ich muss mir die Reihenfolge merken. Die Reihenfolge könnte wichtig sein. Ich sollte sie mir merken. Hat sie das jetzt automatisch irgendwie hier notiert oder so? Bestimmt, ne? Ich hoffe. Dann muss ich mir das ausschreiben. Dann muss ich nochmal zurückkommen. Was ist denn hier noch so? Ist hier nichts mehr? Ja, die Duellanten. Das geht jetzt nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück. Was hatten wir hier noch? Da... Der Stein ist locker. Kriegen wir das mit der Nadel jetzt auf? Oder mit diesem Tortenheber? Mit dem Tortenheber. Und bekomme noch ein Maschinenteil. Mhm. Ja. Ich habe aber kein Werkzeug. Dann gehen wir mal weg hier. Was haben wir denn hier noch? Uns fehlt auch noch die andere Seite. Mhm. Ich sehe schon. Sind das die fehlenden Kacheln? Ich glaube nicht. Die sehen auch nicht so aus. Da war das. Was war hier? Hier gehört doch das mit der Reihenfolge hin, oder nicht? Ja, und es fehlen ja auch noch Dinge. Das gehört da auch nicht hin. Anscheinend. Was fehlte hier noch? Es fehlten ja überall Sachen und ich... Ja. Und diese Spinnenweben gehören auch noch dazu. Bergarbeiter-Symbol. Ich habe aber auch nichts mehr hier. Hammer habe ich auch nicht mehr. Hm. Ja, aber ich komme hier auch nirgendwo irgendwie weiter. Irgendwie so, ne? Wo soll ich denn was zu tun haben? Ich kann eigentlich hier überall was machen. Ich kann zum Beispiel, soll ich hier was machen können? Was denn? Zauberpinsel. Kann ich mit dem Zauberpinsel diese Spinnenweben wegmachen? Tatsächlich. Aha, okay. Na, dann wird es ja jetzt interessant, weil da gab es ja mehrere. Kleiner Knochen. Da ist diese Maya-Kachel. Dann machen wir das mal mit dem Zauberpinsel hier. Überall diese Spinnenweben weg. Endlich komme ich an all die Sachen ran. Ja, das finde ich gut. Das war sowieso sehr nervig, dass das vorher nicht ging. Wo ist der Pinsel? Ich brauche ihn. Aha, was liegt jetzt hier? Ich wette, hier ist was versteckt. Dann packe ich da nochmal den dritten Knochen hin. Ach nee, da soll noch einer rauf. Was habe ich hier jetzt? Ein Holzgriff. Und ein Kassenknopf, alles klar. Es fehlt aber noch der andere Knochen. Ja. Gut, dann gehe ich hier mal wieder raus. Da kann ich nichts machen. Zum zigsten Mal kann ich die... Reicht diese eine Kachel? Selbst wenn nicht, dann haben wir schon mal die da hingetan, genau. Nee, hier kann ich nichts mehr machen. Gehen wir mal hier weiter. Kann ich das Ding da rausziehen jetzt? Hm, wie kriege ich den dann mal da rausgezogen? Weiß ich nicht. Okay. Hm, waren hier auch Spinnweben? Ja, waren. Die machen wir jetzt einfach mal überall weg. Und dann sammle ich alles Mögliche ein und dann habe ich das schon mal bei mir. Ist denn im Leben nichts umsonst? Ja, was weiß auch nicht. Ich habe keine Münze oder nichts in die Richtung. Hier kann ich noch was machen. Was denn? Mit der Hand kann ich ihn nicht lösen. Der Trichter ist festgeschraubt. Ich meine, Schraubenzieher brauche ich anscheinend sowieso. Deswegen glaube ich nicht, dass ich jetzt hier weiterkomme. Mit der Karte geht es irgendwie doch gerade schneller, also gehe ich mal hier hin. Ich bin ja schon hier. Was soll denn hier sein? Hier ist noch irgendwas, was ich tun kann. Na denn? Ah, die Kiste, genau. Spinnenweben wegmachen. Sehr gut. So, jetzt habe ich nämlich auch, aha, eine Münze, aber das reicht nicht. Ich werde wohl noch mehr sammeln müssen. Kann ich den Boden zerkloppen? Hm, eher nicht. Hier soll auch noch was sein.
soll ich das denn rauskriegen? Der Nadel. Dem. Weiß es nicht. Was ist hier noch? Irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, was hier noch sein soll. Gehen wir mal hier hin. Da ist noch ein Spinnweben. Das kann ich wegmachen. Endlich alle weg. So. Und da kriege ich nämlich jetzt eine Ritterfigur. Ich habe aber kein Werkzeug. Ich pack schon mal die Ritterfigur rein. Erledigt ist erledigt. Ne? So. Kassenknopf, den könnte man auch schon hier hin tun. Reicht das? Ja, das reicht. Ah, noch eine Münze und ein Kachelteil. Wunderbar. Mir fehlt noch ein Teil. Es ist das letzte Fach. Ich muss einfach das fehlende Teil finden, um es zu öffnen. Wie geht das dann? Kriege ich das damit auf? Nee. Der Nadel irgendwie? Keine Ahnung. Da war das mit dem Buch. Puh, ja, okay. Hier kann ich jetzt etwas... Achso, bei den anderen kann ich schon gar nichts mehr tun. Dann muss doch hier jetzt irgendwas sein. Hier muss noch was sein. Ja, weil ich das Karelstück da einsetzen kann. Reicht das denn aber oder fehlt mir nicht noch eins? Fehlt doch noch eins, oder? Nee, das war größer als das andere. Alles klar, gut. Dann ist natürlich was anderes. Dann gehe ich jetzt hier rein. Wo war das mit dem Hundeknochen-Dingsbums? Hier, in der Hundehütte natürlich. Was habe ich jetzt? 2 von 6 goldene Bolzen. Da steckt wieder was irgendwie fest. Also komme ich hier auch wieder nicht weiter. Ach, ich weiß doch nicht, wie ich die Sachen hier rausziehen kann. Wieder auf die Karte. Dahin, wo es was zu tun gibt, bitte. Es gibt doch nur das hier. Was soll denn hier sein? Repariere mit dem Maschinenteil den Treppenmechanismus im Erdgeschoss der Bibliothek. Und wieso werde ich dann hierher geführt? Hier ist noch was, was ich machen kann. Ich bin mittlerweile ziemlich gut im Verstecke finden. Was kann ich denn da machen? Den Griff doch bestimmt ran. Ah, okay. Alles klar, jetzt habe ich auch noch eine Metallscheibe gefunden. Ich glaube, das war das auch, was ich hier machen kann. Das mit diesem Fass hier, das kann ich gar nicht machen. Voll verarsche. Kann ich das Rätsel jetzt machen mit diesen Dingern? Eins fehlt mir noch oder kann ich loslegen? Okay, ich brauche noch 2 Scheiben, verstanden. Und dann kann man die Farben so zueinander drehen und ich habe da gar keine Lust zu. So, Treppenabsatz. Hier ist noch was, das habe ich noch gar nicht entdeckt. Alles klar, hier kann ich die Maschinenteile einsetzen. Und repariere den Treppenabsatz im Erdgeschoss der Bibliothek. Alles klaro. Info. Ordne die Zahnräder so an, dass alle sich drehen. Beachte, dass einige Zahnräder zunächst verschoben werden müssen, um für andere Platz zu schaffen. Die wollen sich drehen. Alle. Wann drehen sie sich denn? Dann dreht sich das. Dann muss der aber... Der muss raus. Nee, der muss nicht raus. Ach so, dann geht das ja auch so. Was mit dem? Ach so, der muss nochmal raus. Geh mal weg hier. Zählt der nicht? Also, der hier irritiert mich gerade ein bisschen.
Der hier? Ach so. Der Große war am Weg, glaube ich. Also erst der. Der kann auch, glaube ich. Dann der. Na, dann geht der wieder nicht. Ach, Mann. So. So. Dann der. Die drehen sich schon mal. Das ist doch super. Kriegen wir schon hin. Ich glaube, das ist gut, was ich... Oder auch nicht. So, jetzt kriegen der aber dahin. Oder auch nicht. Geh du mal wieder zurück. Das klappt sonst irgendwie nicht. Wie geht denn das? Wie kriege ich den denn da weg? Dann kriege ich den aber wieder nicht runter. Jetzt wird's schwierig. Der geht ja einfach nicht dran vorbei. Das ist ja das Problem. Der Gelbe muss doch mal ganz rüber gehen können. Und vor allem, wie kommt der überhaupt jemals daran? Die kann ich aber gar nicht mehr ändern. Doch, kann ich schon noch ändern. Ich finde das toll, dass sie sich jetzt aber alle drehen. Das muss doch irgendwie gehen. Ja, so machen wir das. Toll, jetzt sind die beiden da. Yay, hat voll nichts gebracht. Die müssen sich irgendwie berühren. Warum bringt der den anderen? Ach so, weil der jetzt keinen Antrieb mehr kriegt, ne? Kriegt der keinen Antrieb mehr? Geh mal nach oben. Ach Mann. Ich glaube, die müssen alle so ein bisschen weiter nach rechts. Und der müsste halt mehr nach da, damit er die anderen hier jetzt auch andreht. Das ist, funktioniert ja sonst auch nicht. Wie soll denn das gehen? Die sind alle viel zu weit links. So, damit der den dreht. Genau. Aber das Große kann ich ja anscheinend auch anfixieren. Ach, ach so. Ja, den Großen habe ich ja noch gar nicht gedreht gehabt. Dann kann der nämlich jetzt endlich hier rüber und dann funktioniert das doch. Ich wollte gerade sagen, das geht doch sonst gar nicht. So. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. So. Die müssen sich halt alle auf jeden Fall so ein bisschen mal berühren. Der dreht sich schon mal, das ist super. Der auch. Der jetzt hoch. Toll.
Dreht sich. Aha. Ja. Also ich bin jetzt auf einem besseren Weg auf jeden Fall, aber es ist noch nicht ganz korrekt. Ich glaube, der Große muss eher nach oben. So kommt mir das fast vor. Scheiße. Also alle wieder zurück. Ja, ich muss das große Rad hier, glaube ich, aus der Ecke rauskriegen. Und das kann ich nur, wenn alle weg sind. Ich glaube, der muss... Aber dann ist er sehr weit oben. Aber wenn ich ihn dann so ein bisschen runterrücke, später, dann könnte das wieder gehen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Keine Ahnung. Der Kleine wieder erst rüber. Na, was ist mit dem jetzt? Ach, der Grüne versperrt ihm jetzt den Weg. Ich kann den gar nicht runternehmen dann. Oh, wie blöd ist das? Dann muss der ja zuerst runter. Ja, so, jetzt geht der auch. Das ist schön. Ja, das ist auch gut. Wo war das jetzt? Hier. Ich weiß nicht recht. Jetzt kann ich den aber gar nicht runternehmen. Das heißt, dass der in der Mitte... Ja. Ich brauche ja aber eine Verbindung zu dem Anfangsrad hier, sonst dreht sich ja hier gar nichts. Das kann ja nicht sein. Das ist gar nicht so einfach, liebe Leute. Und deswegen, weil der Patch wieder so... lang geworden ist, muss ich leider im nächsten Part weitermachen und werde es auch wirklich weitermachen, auch wenn es ein bisschen länger dauert, damit ich das nicht wieder nicht aus Versehen aufnehme, sozusagen. Ich freue mich, dass ihr zuschaut und bis zum nächsten Part.